Wir haben genau zum Gedenkjahr 2014, also Gedenkjahr des Beginns des Ersten Weltkriegs, eine etwas andere Ausstellung konzipiert, die nicht mit einem Bild anfängt, das während des Krieges entstanden ist, sondern davor. Wir haben den Totentanz von Albin Egerliens gewählt, der ein entscheidendes Werk in seinem Schaffen ist und gleichzeitig auch eine Ikone des Ersten Weltkrieges. Die Frau Silvia Ebner, die Chefin vom Schloss Bruck, hat mich bei der 75-Jahr-Feier des Gymnasiums, wo wir ein anderes Tableau, ein Bild von Magritte umgesetzt haben, als lebendes Bild, gefragt, ob ich das machen könnte mit Schülern zur Eröffnung der heurigen Sommerausstellung. Und ich habe natürlich ein bisschen den Rahmen geschrieben. Und im Mittelpunkt war natürlich auch der Totentanz, nachgestellt von Egerliens. Ist ein unheimlicher Maler. Ich bin froh, dass es sieht, und wunderbar sind auch die Skizzen. Es sind immer intense Erlebnisse in der Skizze, und da kennt man halt den großen Meister Egerliens. Also ich bin beeindruckt. Also die erste Emotion ist sicherlich eine Art von Dankbarkeit dem ganzen Team gegenüber. Die tun sich wahnsinnig viel an hier, und das spürt man, und ich glaube, das spüren vor allem alle Betrachter dieses Museums und dieser Ausstellung. Und in zweiter Linie ist es auch eine andere Art von Dankbarkeit. Ich habe ein bisschen, wie soll ich das erklären, ich vermisse das Bild. Es hängt ja nicht mehr bei mir für einige Zeit in Wien. Und jetzt habe ich sozusagen das Gefühl, als würde das Bild auf Sommerfrische in Osttirol sein. Und Sommerfrische macht man ja dort, wo man sich wohlfühlt. Und ich bin überzeugt davon, dass sich das Bild, und nur darum geht es, jetzt in Osttirol mal sehr wohlfühlt. Auf jeden Fall gegen Ende der Ausstellung ist mein Lieblingsstück. Also das Spätwerk interessiert mich am meisten. Und es sind entweder die Kriegsfrauen oder der tote Christus oder vielleicht genau die Gegenüberstellung von den beiden. Die sind ja beide im gleichen Raum. Das Bild Feldpost von Albin Egerliens. Da denke ich an unsere Einsätze an der Grenze im Burgenland. Und da haben wir diese riesen Ladungen von Paketen müssen verteilen. Aber dieses Bild Feldpost berührt einem, ja, man weiß, wie wichtig das für einen Soldat draußen ist. Mir ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass eine gewisse Ästhetik drinnen wird, mit der einerseits Beschilderung, mit der Beschriftung, dass das Ganze gut lesbar wird und erkennbar ist und dass man einfach einen hohen ästhetischen Level bekommt, nicht nur sozusagen die Bilder leben lässt, sondern auch einfach Spaß macht und das Schloss einfach gern besichtigt, weil gerade Schloss Bruck ist ja eine perfekte Kulisse für Egerliens. Und allein dieses Schloss zu erfahren und zu begehen, ist an sich ja schon wert, da heraufzugehen.